Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nihilumbra. Immer noch in der Aschewüste, wird aber langsam mal Zeit, dass wir da rauskommen. Und zwar mit Level 7. Let's go. Nun. Dieser Sandsturm gefällt mir schon wieder gar nicht. Oh. Ich glaube, hier kann ich hier an die Decke springen. Und nicht hiermit? Kann ich da irgendwo vorher höher? Nee, kann ich nicht. Oh Scheiße, das heißt, ich muss das mit denen machen. Oh, das ist wieder so ein Punkt, wo ich ewig dranhängen kann, ey. Außer wenn das einfach ist und man da wirklich nur durchsliden muss. Dann kann ich das schaffen. Aber sonst, wenn das jetzt wirklich ist, die da im richtigen Moment zu töten. Aber vielleicht muss ich nur die richtigen Viecher töten. Zum Beispiel hat mich jetzt das dritte gefressen. Dann töte ich doch einfach mal das dritte. Dann müsste das doch eigentlich gehen, oder habe ich das falsch verstanden? Okay, das vierte auch. Oder soll ich das zweite töten, damit das dritte mich dann wieder ein bisschen... Nee, das dritte hängt zu niedrig, das kann ich nicht bringen. Also dritte und vierte weg. Gar kein Problem. Machen wir locker. Und da packe ich dann... Nee, die sind ja auf jeden Fall schon wieder da. Das ist nicht gut. Ich mach mal das zweite weg und guck, wie weit ich komme. Wenn ich das zweite wegmache, wird mich nämlich arg interessieren, ob das dritte mich frisst. Und danach probiere ich auch nochmal das erste wegzumachen. Jawohl, wenn ich 2 und 4 wegmache, dann passiert da sowas von gar nichts. So, hier rot, 2 und 4 weg. Nein, nein, nicht gut. Ich wollte blau und nicht rot. Hä? Ich hasse dieses Spiel. Meine Güte. Können die das nicht... Ah. Ich versuch's mit 2 und 3. 2 und 3 hatte ich, glaube ich, noch nicht. 2 und 4 war ja gerade knapp. 2 und 4 könnte klappen. Es sah so aus, als ob es machbar gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel eine Millisekunde früher los wäre. Aber... Sobald es weg ist. Und go. Ne. Ich brauche auf jeden Fall... Ja, dann mache ich... 2 und 4 weg, dann muss das klappen. Hä? Da bin ich doch gerade noch dran vorbeigekommen. Und ich bin jetzt nicht gesprungen oder so. Das wäre aber vielleicht mal eine Überlegung wert mit Springen, ob ich dann andere wegmachen kann. Ich versuch's nochmal mit 2 und 4, das kann doch nicht angehen. Ich war doch vorher fast durch. Ich kotz im Kreis, das dauert ja ewig. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich guck gleich fast schon, ich bin echt schon versucht, in eine Komplettlösung zu gucken. Das ist kein Scheiß. Folgendes. Wenn ich jetzt hier... Nein! Das war gefährlich. Das war dumm.
Ja, es hilft mir aber auch ein Scheiß, hilft mir das. Oh. Okay. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Ich kann jetzt immer versuchen, alle zu töten und darüber nur zu rutschen, aber das wird nicht funktionieren. Dafür ist das zu lang. Ja, moin. Da, verpisst euch. Ja, so geht das. Ist ja unglaublich. Wenn ich das da jetzt runterfallen lasse, fällt das dann auf mich? Da kann ich rüberspringen über das Ding, ne? Ich glaub schon. Fällt das auf mich drauf? Es fällt über mich hinweg. Geil. Warum? Warum ist das nicht aufgewacht, das Ding? Wenn das Teil darüber... Nein. Da war noch kein Checkpoint. Oh, die ganze Rotze nochmal. Und wehe, das war jetzt nur ein Glückstreffer. Dann kotze ich so ab. Okay, ich bin ganz knapp vorm Kotzen, aber ganz knapp. So. Oh fuck, das war natürlich doof. Aber ja, mit Doppelspringen funktioniert das locker leicht. Weg. So gefällt mir das. Doch das war jetzt. So muss das immer laufen. Einfach flüssig durch. Ach, bin ich dämlich. Checkpoint! So macht man das und nicht anders. Was soll denn das jetzt hier? Okay, das geht zu schnell. Ich dachte mir, weil ich die Kiefer nicht gesehen habe, dass es vielleicht irgendwo anders sein könnte. War jetzt irgendwie zu simpel. Damit habe ich ultra nicht gerechnet, dass das so leicht wird. Manche verstehen nicht, warum war da jetzt grün auf dem Boden? Das hilft mir noch kein bisschen. Also ich meine, das stört mich aber auch nicht, weil ich mache das hier einfach weg. So, wie schießen die? Erst der, dann der sofort. Ah ne, jetzt sogar gleich. Ah, die sind leicht versetzt. Egal, einfach durch. Das war sauknapp. Richtig gefährlich. Zack. Oh, das war jetzt noch nicht geplant.
Oh. Ja, dann darf ich hier wohl keinen Braun drauf tun, aber habe ich auch in der Story so nie gemacht. Man muss halt nur ein bisschen gegensteuern. Das ist jetzt nicht so der Horror. Man kann sogar noch weit genug springen. Okay, direkt nachdem fertig ist, muss ich loslegen. Zack, 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 zack. Okay, das war jetzt natürlich nicht so ganz so geil. Aber vom Prinzip her schon okay. Hallo! Warum funktioniert das nicht? So. Ich wäre da gar nicht hochgekommen, falls ihr euch fragt, warum ich es nicht durchgezogen habe. Hä, wie soll das denn dann gehen? Okay, das muss wohl irgendwie... Ich muss da direkt drüber kommen. Das war, ich darf da nirgendwo hängen bleiben, dann funktioniert das auf keinen Fall. Das wird wieder eine sauknappe Nummer. Ja, und wäre jetzt nämlich nicht der Gegenwind gewesen, dann wäre ich nämlich weit genug geflogen. Also muss ich jetzt anfangen, kurz vor Ende, nee, ich muss schon vor Ende des Gegenwinds da springen. Und ich muss nämlich in einem Mal darüber kommen. Also jetzt. Oh ne, das war daneben, sonst hätte ich es vielleicht geschafft. So. Hm. Alles klar, jetzt springe ich. Verdammt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht drüber gekommen bin, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Muss ich höher. Das war sehr dumm. Jetzt, das war dumm. Zu hoch. So ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich muss eben unten wieder drauf, danke. Jetzt Wind. Kurz vor Windende der Sprung. Nein. Okay, jetzt bei Windende der Sprung. Ja. Ja, ohne Gegenwind komme ich dahin. Garantiert. Ich muss also kurz vor Windende anfangen. Und da muss ich auch, da muss der Wind schon aufgehört haben. Also jetzt fange ich an. Ja, siehst du, Kacke, warum funktioniert das jetzt nicht? Zack, zack, zack. Warum komme ich da nicht drüber? Verdammte Rotzscheiße. Boah, warum kann das so schwer sein? Ja, boah, ich kann jetzt anfangen. Was scheiße. Jetzt. Na, warum bist du da nicht festgeklebt? Ja. Das war ohne Gegenwind. Das war so knapp. Boah, ich habe so keine Lust mehr. Das hilft doch auch nicht. Zack, zack, zack. Ohne Gegenwind. Und das war ohne... Warum bin ich da nicht drauf gekommen?
Oder muss ich da das drauf tun? Das könnte natürlich sein. Ja, ist aber Quatsch. Braucht da nämlich nicht drauf. Ist Bullshit. Ich muss da drüber kommen. In einem Mal. Anders funktioniert das eh nicht. Das war dumm. Das war zu hoch. Da. So, jetzt. Jetzt. Das war zu früh. Ich hab die Leertaste nicht gedrückt. Jetzt. Ja. Ich habe die Leertaste gedrückt gehalten. Jetzt habe ich es doch. Ja, habe ich. Wieso bin ich da drüber gesprungen? Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Warum funktioniert das nicht? Verdammte Scheiße. Habe ich da vielleicht irgendeine Kiste vergessen? Nein, natürlich nicht. Gut, dass mir die Blume jetzt auch genau den perfekten Moment von diesem Scheißteil da weggezogen hat. Ach so, ja, was ich noch ausprobieren wollte. Aber das geht nicht. Kann man von hier da direkt... Okay, das wird vielleicht gehen. Vielleicht muss man hier unten kein Grün haben. Das mag sein. Ja, moin. Okay, das könnte passieren. Das könnte klappen. Das könnte funktionieren, nicht passieren. Warum klebst du nicht da fest? Meine Güte, ich drück D, spring dagegen und der klebt da nicht dran. Was soll die Scheiße? Ich bereg mich gar nicht auf. Nein. Das muss so, das Spiel. Zack, zack. So. Ja, super. Da bringt mir der Wind natürlich viel. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Boah, Alter, jetzt. Die ganze Zeit klebt sie fest. Naja, aber damit es nicht soll, dann klebt es fest wie die letzte Stückchen. Verkackte, da war ich zu langsam. Ich wollte. Ich beruhige mich jetzt einfach. Ganz, ganz, ganz einfach. Einfach beruhigen. Oh, dass man da nicht hochkommt, ohne zu springen, ne? Das geht mir auch so mies auf die Klötze. Das war dumm. Das war auch dumm. Ich muss viel früher anfangen. Ich probier's mal jetzt. Da hab ich keine Chance. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich es machen soll. Und alles weg, alles weg. Ich fang von ganz neu an. Was haben wir? Gar nichts. Wir haben nichts. Was soll denn so eine Scheiße hier? Gucken, wie schnell das einfach weg ist. Ich kann mal versuchen, von
Da dann drauf. Von da aus dann. Ja, das kann ich noch versuchen. Obwohl ich mir nicht vorstellen könnte, dass das schneller ist. So, wisst ihr, hier drauf und von hier aus dann direkt drüber. Das funktioniert nicht mal. Super. Muss ich hier einen Doppelsprung machen. Und gut, das kann ich trotzdem noch probieren. So, von da dann drauf. Und hier Doppelsprung hoch. Ja, aber das Ding ist, dann fällt man da oben gegen das Teil. Das kann doch nicht angehen. Das kann doch wirklich nicht sein. Wer entwirft wieder so ein Rätsel? Die ganze Zeit so chillige Scheiße da drin. Und jetzt sagt mir nicht, Luca, das liegt nur an deiner Inkompetenz. Das ist Bullshit. Das war zu, bevor ich da unten war. Da kommt man noch nicht mehr drauf. Ich fange schon wieder an, auf dem Bildschirm zu zeigen. Was für ein Bullshit. Ja, was soll ich denn jetzt machen, hä? Ich springe jetzt einfach nur mit grün. Grün, Farbe der Hoffnung. Boing. So. Boing. Boing, boing. Boing, boing. Boing, boing. Okay, eine Idee habe ich noch. Und zwar von hier aus direkt zu springen. Also... Oh nee, das war doof. Ich kann auch hier einfach mal braun machen, dann muss ich nicht die ganze Zeit hin und her wackeln. Nervt mich schon die ganze Zeit. So. Bin ich jetzt schneller? Ja, ja bin ich. Ja, bin ich. Ja. Ja, Junge. Ja. Bam. Und da ist das scheiß Endlevel. Oh. Oh. Dranbleiben lohnt sich. Ich habe es geschafft. Ich bin völlig ausgeglichen, habe mich nicht aufgeregt. Ja, so funktioniert das einfach bei Nihil Umbra. Man muss einfach Geduld beweisen und nicht anfangen rumzuschreien oder so und dann klappt das auch. So, ich hoffe, euch hat das auch so viel Spaß bereitet wie mir und so viel Spaß, dass ihr mir natürlich 15 Daumen hoch, ein Abonnement und einen Kommentar da lasst und vor allem, und das ist das Wichtigste, auch das nächste Mal einschaltet bei Nihil Umbra mit mir, dem Luca. Bis dann.